Nein, nein. Mikey. Bobby. Ja, nein. Ja, nein. Komm da. Komm da. Da kannst du nicht rauf. Nein, da kannst du nicht rauf. Ja. Bitte jetzt ein bisschen Sonne. Wollt ihr das beobachten? Nimmt sie das schon Wunder? Heißt du schöne Augen? So schönes Mädchen. Ja. Ist es so ein schönes Mädchen? Was kreisen wir sie denn am Amt? Warte, willst du schon wieder raus und schauen? Ich nicht immer raus. Nein, nein. Kann doch ein bisschen baden. Ein bisschen baden. Willst du nicht ein bisschen baden? Ja. Okay. Gell, ne? Ich gebe ein bisschen dreckig. Gefällt dir das? Gefällt dir das? Aha. Hab ich gut gemacht mit dem Schaumstoff. Hier habe ich noch ein bisschen verbreitert, damit hier ein so richtiges Podest entsteht. Ein bisschen in die Höhe. Dann hier wieder etwas runter. Da hinten in der Ecke können Sie hochklettern. Man braucht es Ihnen nicht so einfach zu machen. Man kann schauen, dass der Kunststoff ein bisschen vorsteht. Das reicht bereits. Hier das Podest ist ein kleiner Deckel. Darunter haben Sie Zuflucht, wenn Sie ein bisschen kühler haben möchten oder in die Winterschlaf reingehen können. Darunter können Sie dann durchschlüpfen. Da hat es dann auch wieder ein Podest. Das Holzstückchen, was nicht größer ist, ist meine Hand. Oben können Sie entlang klettern. Eine kleine Pflanze, worauf sie sich gerne setzt, fraglicherweise. Hier sitzt sie in der Sonne. Ja, gefahren hat sie ja schon.
Hier haben sie ein bisschen Wasser. Du könntest dich ein bisschen ausruhen. Dann geht's rüber bis zum Salatbuffet. Da ist immer wieder Blumen und Salat und alles wird bereitgestellt, damit sie sich da wirklich gesund ernähren können. Da können sie durch Sand durchlaufen. Da drüben hat es momentan ein bisschen Laub. Das ist nur, weil jetzt im Winter sorge ich dafür, dass sie auch ein bisschen Laub drin haben, was sich auch bis zum anderen Bereich raussetzt. Hier drüben habe ich alles mit Laub besetzt. Dann folgt im Prinzip schon der Sand. Beim nächsten Stadium nach dem Sand kommt der Holzbereich, wo sie sich ein bisschen austoben können, ein bisschen rumklettern, wo es ein bisschen angenehm warm ist, beim Licht natürlich. Aber ich habe geschaut, der Sand fügt auch dazu ein bisschen einen kälteren Bereich, wo aber auch wieder Holz ist, wo sie sich auftanken können, aber auch ein bisschen kühler haben. Darunter ein bisschen Schatten, wenn sie ein bisschen Ruhe haben möchten, wie auch im Baumstamm, durch die einzelnen Löcher. Können sie deinen Baumstamm rein. Hier oben drauf können sie ein bisschen auf der Höhe sein. Das Ganze genießen, Ausblick haben, bis hier rüber, da geht es nach hinten. Auf der anderen Seite hier drüben, da ist na klar die Aida, na kleine. Ja, Süße. Da kann sie sich ein bisschen bewegen. Hat sie Auslauf. Sie haben sicher genug Platz. Mehr als genug Platz. Ich habe das in der Wohnwandkombination eingebaut. Die haben mehr als genug Platz. Hier muss ich noch was Besseres ausdenken. Ich versuche was mit Plexiglas. Ich werde das Plexiglas da montieren und werde schauen, dass da wesentlich weniger Holz vorschaut, sondern mehr vom Plexiglas, dass man da durchsehen kann. Dann wechselt es zum Glasbereich. Oben drüber habe ich natürlich die Futterstelle. Da kommen die Heimchen, da kommen die Schaben. Ich habe auch ein paar Mehlwürmer. Jetzt habe ich die Kleinen hier besorgt. Da kann man auf die Büchse aufmachen, hinhalten, die fressen dann frei aus der Büchse raus. Und von weitem, wenn man das anschaut, ein bisschen Klebeband, ich habe da noch Sachen drauf, wie zum Beispiel eine Liste. Ich überprüfe da auch regelmäßig Kontrollliste vom Terrarium. Man sieht hier die Datum, wann habe ich was gegeben, dann angekreuzt, was nicht, dann angehäkelt oder eine Nummer drin. Zum Beispiel, hier haben wir doch mal ein Heimchen. Nee, Mehlwurm. Am 28.01.20 habe ich einen Mehlwurm gegeben. Ich habe sowohl auch der Salat wieder aufgefüllt. Bemerkung, beide rausgenommen, also ich habe in dem Moment die Tiere rausgenommen, mit ihnen gespielt. Ich habe eine Kontrollliste. Das Ganze läuft über der Zeitschaltuhr. Zeitschaltuhr hat im Prinzip eine Steckdose drin, wo da mehrere Stecker sind, wo ich da wirklich was einschalten kann. Was macht sie wieder was? Ja? Machst du dir wieder das Bett bereit? Gefällt dir das schon mal? Ein bisschen rumschauen. Und dann habe ich da natürlich die Lampeneingänge durch einzelne Löcher habe ich die montiert. Ich habe hier noch die Lampe, die ich da reingestellt habe, ist die neue Lampe, die ich installiert habe. Was macht die Kleine? Nimmt dich auch runter. Und dann habe ich geschaut, hier drunter habe ich jetzt die neue Lampe montiert, damit sie hier ein bisschen natürliches UV-Licht bekommen, kriegen. Die Kleine schaut natürlich hier wieder zum Boden. Die möchte aber schauen, wie weit geht es da durch. Machen wir uns eine Höhle bauen. Ich habe das Ganze festgeschraubt an der Innenseite,
Loch gebohrt, damit das Kabel durch kann. Das Kabel führt so natürlich logischerweise hinten rum an die Steckdose. Ich habe geschaut, dass sie möglichst viel Abstand haben. Das sind auch die Jungtiere. Da haben wir eine kleine Kakerlaken. Das ist der Nachwuchs. Da sind überall Kleintiere drin. Also mehr als genug. Wachsen tun sie nicht sehr schnell. Also man kann sich da wirklich Zeit lassen. Die Schaben haben mehr als genug Zeit. Die wachsen ganz langsam. Ich habe da ein bisschen das Streu, das ich auffülle, so wie Sand und alles mögliche, was ihnen passt. Auch aus dem Tierhandel. Da weiß ich genau, das ist verträglich. Oben drin habe ich die Schaben. Eine zweite Packung davon, damit wir die kleinen trennen können. Hier habe ich eine große Grille drin. Im Moment noch. Die haben Sensi 1, 2 weg. Normalerweise habe ich da Mehlwürmer drin. Da sind ein paar Tierchen, die sie da futtern. Das sind die kleinen Mehlwürmer, die es bei uns in der Schweiz auch gibt. Bei jedem Haushalt im Prinzip, wenn Mehl rumsteht und Fliegen dran gehen. Aber es gibt dann noch die großen, die eigentlichen Mehlwürmer. Die sind am besten geeignet dafür. Aber man kann auch die Futterstelle hinhalten, dann einfach die Box aufmachen, das Ganze hinhalten und dann fressen sie da automatisch raus. Und man merkt dann schon langsam, wenn sie dann genug haben, nimmt man es wieder weg. Man braucht sie ja nicht zu überfüttern. Wo ist jetzt die Aida wieder? Safira? Aida? Beim Rumschauen. Und die Safira geht natürlich wieder erkunden. Na, was machen wir hier denn was? Hm? Neugierig wie immer. Hm? Kleine. Jo. Hä? Was macht da wieder was? Hä? Jo. Muss man da neugierig schauen. Hä? Ja. Was geht da wieder was? Die Aida ist momentan beim Buddel und beim Schauen. Ich denke mir, die ist momentan so ein bisschen im Winterschlaf. Erkennen kann man natürlich wieder mal nichts. Ja, ich habe geschaut, dass ich in diesem Tal ein bisschen der kühlere Ort mache. Dass ich wirklich dafür sorge, dass sie da ein bisschen Unterschlupf haben unter der Treppe. Die Treppe ist natürlich hier. Da geht es hoch auf das Podest. Und nach dem ersten Podest geht es wieder über eine Treppe hoch aufs zweite Podest. Dadurch kann man dann auf die andere Seite wechseln, wo man da im Hauptterrarium ist. Ja, man hört sie schon schauen. Sie buddelt sich da ein Nest. Ich glaube, die möchte wieder ein bisschen schlafen. Die hat ein bisschen ein Winterritual, dass sie da wirklich sehr lange schläft, sich immer wieder versteckt. Eben dafür das separate Extragehege. Das Ganze in der Wohnwand verbaut. Mit ein paar Details, natürlich auch meine Wäsche, die ich gemacht habe, aber nicht verräumt habe. Ein paar Säcke. Da habe ich die Box, wo ich dir die Tiere transportiere, falls was, mal was ist, zum Beispiel zum Arzt. Und die Blätter natürlich. Ich habe auch für die Kleintiere das Futter hier. Das ist im Prinzip nichts anderes als natürliche Körner. Die Kleintiere. Und hat das Ganze in die Wohnwand verbaut.
damit die ganz sicher ausreichend Platz haben, um sich zu bewegen, vermehren. Falls der Kleine hier mal Lust hat dazu. Ja. Was mache ich was? Ein bisschen rumschauen. Ja, klettern tun sie sehr gerne. Das Ganze beobachten. Rumschauen. Saphira. Also Bewegungsfreiheit haben die mehr als genug. Alles selbst gebaut aus dem Bastelwarenladen. Ich habe geschaut, dass ich den Schaum besorgt habe, habe das Ganze ausgeschäumt, immer hier an der ganzen Wand erkennen können. Hab da einzelne Podeste drauf gebaut. Darunter, das ist natürlich dann nur Holzstäbe, dann kann man ein bisschen verkleiden, das ist kein Problem. Mit ganz einfachen und simplen Sachen kann man das wieder auskleiden. Wichtig ist nur, dass man mit Acryllack schaut, das Ganze pasteurisieren, also dass man das Ganze einkleidet, also wirklich mit dem Kleber drüber streichen, geht auch. Am besten ist mit Acryllack, das hält und wird wie Glas hart. Dann später schaut man, man kann ja hier sehr gut erkennen. Ich habe hier schon mal begonnen. Hier, das Ganze war am Anfang wie hier. Moment, bisschen schärfer, na klar, gut. Hier habe ich das Ganze geschäumt. Nachdem der Schaum hart ist, kann man das Ganze mit Acryllack überstreichen und mit dem Sand überträufeln. Also man braucht den Sand hier lediglich drauf zu streuen. Das ist ganz gewöhnlicher Sand. Den Sand braucht man hier nur drauf zu streuseln, aber damit der Sand natürlich hält, müssen wir Acryllack draufstreichen. Ne? Was schaust du so? Man kann das Ganze drüber streichen. Das ist wie eine Art Kleber. Vorsicht wegen den Händen. Schaut, dass ihr irgendwas tragt, damit ihr die Hände schützt. Dann hier drüber streichen. Den Sand drüber träufeln, das ist der gleiche Sand, der hier am Boden liegt. Aber durch die Feuchtigkeit färbt das sich ein bisschen dunkler. Was aber kein Problem ist, schaut einfach, dass nicht wie ich hier, dass ihr da wirklich jede Stelle sauber frei macht. Dass ihr die wirklich gut einklebt und das überstreicht. Hier muss ich auch noch ein bisschen nachbessern, das ist mir klar, das habe ich schon gewusst. Ich musste dann noch mal ein bisschen nachschneiden, damit ich das Volumen hier im Gehege hinkriege, so wie ich es haben möchte. Wirklich ist ein höhlenartiges Gebilde. Muss ich noch ein bisschen überstreichen. Der Rest habe ich gut gemacht. Aber hier, ganz klar, muss man noch nachbessern. Dann der neue Schaum muss ich auch noch schauen, dass ich den ein bisschen einkleide. Ja, mal die Aussicht von dem Tierchen aus. Gehst du darüber zu der Lampe. Also wirklich hier, ich habe alles gut ausgeschäumt. Zum nächsten Podest. Sie können auch runterspringen, wenn Sie das unbedingt möchten. Also da ist was geboten. Die können da rumlaufen. Die haben wirklich eine Bewegungsfreiheit. Wenn ich bedenke, dass meine Hand bereits gleich groß ist wie dieses Loch hier. Die Tierchen sind nicht größer als wie die Hand. Deswegen schaut, dass das Ganze hier stabil bleibt. Dass wenn ich ein bisschen drücke dran, dass es sich nicht groß bewegt. Ein bisschen ist nicht tragisch, aber dass es nicht groß bewegt. Das ist Schaumgummi. Stabilisiert mit S-Stäbchen. Das sind hier Holzstäbchen. Moment. Ein bisschen unscharf. Hier mit Holzstäbchen.
stabilisiert. Man kann darunter nochmal ausschäumen, geht auch, ist aber nicht zwingend notwendig, weil man schaut es ja sowieso von oben hin an. Wichtig ist einfach nur, dass die Tiere wirklich für ein bisschen Bewegung gesorgt haben, indem sie wirklich viel Platz und Fläche haben. Ich habe hier gemerkt, das Ganze ist ideal. Aber ich muss es noch ein bisschen erweitern, damit es ein bisschen breiter wirkt. Damit sie im Großen und Ganzen ein bisschen mehr Fläche haben zum sich bewegen und sich zu stützen. Ich habe ja mehr als genug Platz. Das Volumen ist auch mehr als genug. Ich habe geschaut, einerseits mit der Lampe, einmal Wärmelampe, damit sie genug warm haben. Dann hier oben zuerst haben wir die andere Lampe, Röhre, die schaut für die Grundbeleuchtung hin in dem Bereich. Dann habe ich gesagt, aber ich brauche in dem Bereich einen Warmbereich, einen Grundbereich. Darunter der kühlere Bereich, wo sie Zuflucht suchen können, auch mit einer Höhle. Die wird dann auch noch ein bisschen ausgeschäumt. Verbunden mit dem Holz. Da können sie natürlich auch reinklettern. Haben sie es auch nicht schlecht. Wieder ein Ausgang. Dann schauen wir hier mal. Wieder ein Ausgang. Wie auch der Ausgang. Hier zur Futterstelle. Ha? Siehst du uns zu? Naja, ist ja auch neugierig. Dann hier hinten geht es um einen Geheimplatz. Auch wieder eine Pflanze. Die wächst auch ein bisschen mit dem Licht. Ohne Licht geht gar nichts. Da geht es hier hin, nach hinten. Und da schläft schon die Aida in ihrem Gemächt. Das hier hinten unter der Treppe in der Höhle. Die ist momentan auch ein bisschen im Winterschlaf. Das Ganze hier aus Glas. Kann man zuziehen. In die Schienen. Eingelegtes Glas. Eine sehr gute Variante. Hier provisorisch. Ich habe geschaut, dass es nicht runterfällt. Ist das Glas im Prinzip eingelegt, noch nicht korrekt zugeschnitten. Da oben fällt auch noch eine Sperre, dass das Glas im Prinzip nicht einfach rausfällt, damit es auch nicht verschiebt. Aber trotzdem verschiebbar ist oder rausnehmbar, dass man da in diesen Bereich reinkommt. Wichtig ist aber, schaut das praktisch einzurichten. Ich bin hier noch nicht ganz fertig. Ich werde auch schauen, dass sie nach drüben hin einen Durchblick schaffe, dass sie uns beobachten können. Naja, zum Thema beobachten, oder? Ja. Die wollen natürlich alles sehen. Mitbekommen, schauen, kontrollieren. Schaut, dass ihr euer Gehege möglichst übersichtlich macht. Nicht nur für euch, sondern auch die Tiere möchten euch beobachten. Schaut, dass ihr regelmäßig frisches Futter reinpackt. Salat unbedingt wichtig, 120%ig Salat, Salat, Salat. Ich packe da jeden Tag Salat rein. Die Schüssel ist jeden Tag wieder leer. Es hat mal ein bisschen Reste, wo am nächsten Tag überleben, aber bis zum nächsten Tag, bis ich da die Schüssel wieder aufgefüllt habe, haben sie das schon wieder weggefuttert. Also wirklich, auch die Pflanzen, die hier drin sind, schaut, dass ihr die selber verdauen könnt. Es hört sich blöd an, aber Pflanzen, die ihr selber auch für den Menschen verträglich sind, sind für die Tiere auch verträglich. Umgekehrt funktioniert nicht. Das gleiche ist hiermit, das ist ganz gewöhnliches Katzengras, das sie futtern, auch mal anknabbern können, weil sie sind neugierig. Sie schauen und beobachten und gehen gerne mal anknabbern. Und genauso bequem, wie sie jetzt da liegt. Ja, wir tun da nichts, ne? Genauso bequem liegt sie dann auch da drüben auf der Pflanze.
Also seid nicht verwundert, wenn da die Pflanze plötzlich flach gedrückt ist, weil sie liegen da drauf. Sie genießen die Transpiration von der Pflanze. Die kühle Feuchte, die die Pflanze im Prinzip wieder ausströmt. Ich habe auch einen Temperaturregler, dass ich das Ganze im Prinzip ein bisschen den Überblick habe. Ein paar Steine, die sich erwärmen durch das Licht. Ich habe ein Wasserbecken, einen Holzstamm, da liegen sie auch sehr gerne drauf. Er darf auch ein bisschen im Leeren stehen, damit sie da wirklich ein bisschen Überblick haben, hochklettern können. Auch an der Wand, wie er da drüben, das ist Quatsch. Eine flache Wand, das muss ich noch bearbeiten. Das geht nicht. Weil die Versuchung, überall hochzukommen, das ist natürlich. Die versuchen da hier überall rüberzukommen, die klettern überall herum, sie springen überall rauf, sie schauen auch alles ganz genau an, die beobachten das alles bis ins Detail. Sie schaut sogar, dass sie nicht ins Wasser kommt, wenn sie nicht direkt baden möchte. Sie geht selber ans Licht, sie gehen selber baden. Sie gehen auch selbstständig trinken, aber schaut, dass sie genug Wasser zu sich nehmen. Auch betonungsweise im Winter, weil im Winter sind sie nicht ganz so motiviert, Wasser zu trinken. Aber wenn du mit dem Finger ein bisschen spielst wie ein Insekt und den Finger in Wasser eintauchst, sind sie bereitwillig, dass sie das gerne aufnehmen. Sie versuchen dann an deinem Finger zu schnappen, was aber keineswegs gefährlich ist, geschweige denn bedenklich, weil das Schnappen nach deinem Finger, das ist nicht das gleiche, wie wenn sie nach einem Tier schnappen. Selbst das Tier kann wieder entkommen. Also das ist nicht wie das Beißen eines Hundes oder einer Schnappschildkröte. Das kann schon mehr Kraft zeigen. Hier ist wieder das typische Beispiel, die würde gerne hier ein bisschen hochklettern, aber der Quatsch mit der gewöhnlichen flachen Wand ist der größte Blödsinn, den sich überhaupt jemand ausgedacht hat. Man muss die Wand verkleiden, das Grundkonzept ist ganz in Ordnung. Aber ob ich sowas habe oder sowas habe, eindeutig gefällt auch ihr besser. Oder ihm. Das ist ja mein kleines Männchen. Das sind die Saphira und die Aida ist das Weibchen. Die hingegen aber lieber sich ein bisschen verscharrt in der Enke. Die verschanzt sich momentan im Winterbereich. Eben, das sogenannte Klettern. Sie mögen es lieber, wenn sie wirklich ein bisschen klettern können. Ist aber Mist, wenn da alles flach ist. Ist auch langweilig. Schaut dabei aber darauf, dass die Lampe, muss ich hier noch ein bisschen zur Mitte drehen, bisschen zu der Seite nehmen, weil die Lampe darf nicht zu nahe sein. Schaut, dass die Tiere wirklich nicht zur Lampe hinkommen, weil die legen sich da drauf und bis sie merken, dass es zu heiß ist, haben sie schon Verbrennungen. Möchte ich nicht provozieren, weil ihnen geht es sehr gut. Hier kommen sie nirgendwo hin, genügend Abstand, da kommt sie ja sowieso nicht hier rauf, also muss ich da gar keine Bedenken haben. Aber mir geht es darum, dass sie da wirklich rundherum wirklich ein bisschen klettern können. Ich werde die Wand hier drüben noch ein bisschen schaumen. Ganz gewöhnlicher Bauschaum. Den verkleiden mit Sand und einkleben mit Acryllack. Ist ein Lack. Ein Lack wird wesentlich härter wie ein Leim. Leim bleibt weich und geschmeidig. Könnte sein, dass Spuren abbröckeln und das Tier dann nachher Probleme hat wegen der Verschlucken. Schon wieder neugierig. Ja, ich kann dich nicht die ganze Zeit rausnehmen. Wir können auch nicht die ganze Zeit spielen miteinander. Neugierig. Was macht er wieder was? Ja? Naja, schaut, dass ihr das Ganze ein bisschen einkleidet. Ich werde hier noch weitermachen mit dem Acryllack. Einschmieren, Sand drüber. Versteckt die Nischen, dass sie sich wirklich ein bisschen Unterschlupf schaffen können. Dass das Ganze einigermaßen ein bisschen gut aussieht. Ihr habt auch eure Freude daran, wenn ihr seht, was ihr da geschaffen habt.
Sie können da über hochklettern, darüber, darauf, auf das andere Podest drauf, rüber ins andere Gehege, dann wieder runter, dann da drunter, wieder drunter. Auch freiliegende Äste. Es sind zwar keine Vögel, aber sie klettern auch überall auf und setzen sich überall hin. Und guck mal, neugierig schauen, wenn was ist. Ja? Na du? Live beim Interview? Hast du noch was zu sagen? Nicht? Oh, dann würde ich sagen, dann beenden wir das Ganze. Dann bis zum nächsten Mal.